Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch bei Rubicon. Energiekrise, Wirtschaftskrise, Inflation, Rezession und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg. Wir taumeln von einer Krise in die nächste und keiner scheint genau zu wissen, wo das eigentlich alles enden soll. Die Politik hat für die Misere einen Schuldigen gefunden. Putin und mit ihm Russland, das scheinbar die volle Verantwortung für den Niedergang des Westens trägt. Dieses Narrativ beherrscht gegenwärtig den Diskurs, wobei kritische Stimmen analog zur Corona- und Klimakrise diffamiert und mundtot gemacht werden. Einer dieser kritischen Stimmen ist mein heutiger Interviewgast. Sie hat schon damals von sich reden gemacht, als sie als Außenministerin Österreichs Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte und bis heute für einen Dialog mit Russland kämpft. Ich begrüße in den Libanon die Diplomatin, Nahostexpertin und ehemalige Außenministerin Österreichs, Dr. Karin Kneißl. Guten Tag, Frau Kneißl. Guten Tag, sehr geehrter Herr von Witzleben. Ja, Frau Kneißl, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, möchte ich Sie einmal ganz kurz vorstellen. Sie haben Jura und Arabistik in Wien studiert und anschließend im Völkerrecht promoviert. 1990 sind Sie in den diplomatischen Dienst des Außenministeriums von Österreich getreten und haben einige Jahre an verschiedenen Universitäten in Wien, Beirut und Deutschland unterrichtet, wobei die Schwerpunkte Ihrer Lehrtätigkeit Völkerrecht, Geschichte des Nahen Ostens und der Energiemarkt waren. Sie waren auch einige Jahre als freie Journalistin aktiv und haben unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung oder den ORF publiziert. Ende 2017 wurden Sie ins Amt der Außenministerin der Republik Österreich berufen, welches Sie 2 Jahre später im Zuge der Ibiza-Affäre wieder niederlegen mussten. Im Herbst 2020 flohen Sie aufgrund massiver Anfeindung aus Österreich nach Frankreich und nun sind Sie seit wenigen Monaten im Libanon gelandet. Und ja, dort sehen Sie sich selber als politisch Verfolgte. Ja, und Frau Kneißl, heute möchte ich mit Ihnen über die aktuelle globale politische Gemengelage zu sprechen kommen. Doch zunächst, Sie haben jetzt im Vorgespräch erklärt, dass Sie sich nicht, ich habe gedacht, Sie sind in Beirut, Sie sind aber etwas abgelegen. Wie kommt es, dass ich Sie nun im Libanon und nicht in Wien antreffe, Frau Kneißl? Ja, nochmals guten Morgen und vielen Dank für die Einladung und die nette Einführung zu meiner Person. Ich bin im Herbst 2020 aufgrund der damaligen medialen Hetze, die mich alles Mögliche diffamierte, unter anderem war eben auch der Vorwurf, ich würde Tiere vergiften, weil ich die Novichok-Formel hätte. Und es war damals schon ein ziemlich irrational der Umgang mit meiner Person. Aber was vielleicht noch viel entscheidender war für den Fortgang, war ein de facto Arbeitsverbot. Ich konnte einfach nicht mehr in Österreich das fortsetzen, was ich wollte. Also ich hatte zwei Bücher veröffentlicht, die nicht besprochen wurden, wo es keine Veranstaltungen, kaum Veranstaltungen gab. War auch pandemiebedingt, aber es gab viele, viele Ursachen, warum ich aufgrund einer unguten Situation zuerst einmal mir sagte, in Österreich habe ich wenig Zukunft. Ich gehe nach Frankreich, wo ich mich immer wohlgefühlt habe. Ich habe in Frankreich mal studiert und ich habe zwischen verschiedenen Airbnbs, teilweise wirklich nur auf 30, 40 Quadratmetern, gelebt, bis ich dann endlich ein Haus gefunden hatte, das ich für länger mieten konnte, einen Mini-Bauernhof für meine Tiere und mich, musste aber dann feststellen, bereits im Dezember 2021, als ich die ersten administrativen Schritte erfasste, wie Bankkonto eröffnen, dass mir ein Bankkonto verwehrt wurde, ohne dass es dafür je eine klare Aussage gab. Also normalerweise sollte die Nationalbank, die Banque de France, eine Bank dann verpflichten, sie mit einem Bankkonto zu versehen, wenn die Banken selbst nicht bereit sind. Es gab dafür nie eine rechtliche Grundlage und als ich dann trotzdem eine Bank gefunden hatte, wurde mir die Steuernummer quasi verweigert. Also es war sehr, sehr schwierig, bis hin zu der Aufforderung an meine Vermieter, eine sehr einfache, sympathische Familie, mich doch vor die Tür zu setzen und den Mietvertrag aufzukündigen. Das war seitens der französischen Behörden, des regionalen Nachrichtendienstes. Und ich habe gespürt, wie die Situation für mich einfach immer beengter wurde. Und meine Vermieterin hat das auch also gesehen, aber die werden, wie gesagt, das wäre nie in deren Absicht gewesen, mich vor die Tür zu setzen. Aber ich habe dann den Schritt freiwillig gesetzt. Und warum Libanon? Ich
habe ich hier Freunde aus Jugendtagen. Wir kennen einander wirklich seit teilweise 40 Jahren. Man kennt mich als Karin und man reduziert mich nicht auf eine Funktion, die ich im Laufe meines Lebens einmal hatte. Ich habe Arabisch studiert, ich habe hier unterrichtet. Es ist jetzt nicht so, dass ich intensiv mit meinen Kollegen, Bekannten, Freunden von damals hier den Tag verbringe, weil ich aus praktischen Gründen ein Haus gesucht habe, das etwas am Land ist für meine Tiere. Mir ist es gelungen, meine Tiere auch hierher zu übersiedeln. Das war alles ziemlich mühseliger Aufwand, aber es ist dann irgendwie allen Widerständen zum Trotz gelungen. Und ich lebe hier circa 1,5 Stunden außerhalb von Beirut nahe des Schufgebirges, das ganze Libanongebirge auf circa 1000 Meter, 800, 900 Meter. Wetter ist recht angenehm, auch bei großer Hitze. Aber es ist etwas abgelegen. Glücklicherweise kann ich viel über den Bildschirm machen, beziehungsweise via Beirut Airport, der allen Widrigkeiten zum Trotz funktioniert, komme ich auch immer wieder raus. Aber ich fange jetzt hier neu an, suche ein Haus, in dem ich länger bleiben kann. Weil das hier habe ich eigentlich, bin ich nur in Untermiete auf 2 Zimmern. Aber es ist ein schöner Garten und Menschen sind sehr nett und gastfreundlich und ich miete halt einen Teil eines Hauses. Ja, es mutet ja schon doch fast ein wenig ironisch an, dass Sie jetzt von dem freien, liberalen Europa nach in den Libanon fliehen mussten, um frei leben zu können. Fühlen Sie sich denn jetzt im Libanon tatsächlich freier als in Europa? Viel und vieles freier, ja. Also Sie können hier mit jedem Menschen über Weltpolitik oder andere Belange diskutieren, ohne dass sie vorverurteilt werden, in ein Eck gestellt werden. Also da ist egal welcher ethnischen Gruppierung die Menschen zugehören, also ich bin hier umgeben von Drusen, Sunniten, Schiiten, Maroniten, Griechisch-Orthodoxen und Armeniern. Es ist also ein bunter großer Kreis. Und keiner verurteilt sie deswegen, dass sie jetzt beispielsweise für einen arabischsprachigen russischen Sender ein Interview geben. Beispielsweise also Russia Today, den arabischsprachigen Sender. Im Gegenteil, die Leute sehen dann mit Interesse das Interview nach und sagen, das war interessant oder hat mir eine Anregung gegeben. Und es ist so, wie es in Europa vielleicht vor 20, 30 Jahren war, dass man in einer Debatte unterschiedlicher Meinung sein kann und nicht in weiß-schwarz denkt, sondern in der Vielfalt der Farben, die einfach eine politische oder eine gesellschaftliche Auseinandersetzung erst ermöglichen, eine Reife. Und das ist im Libanon möglich, das ist in Europa nicht mehr möglich. Jetzt haben Sie aber ja auch in Libanon mit sehr harten Umständen zu kämpfen. Sie haben dort eine, ich glaube, Inflation über 200%. Sie haben täglich nur wenige Stunden Strom. Also wie gestaltet sich denn der Alltag im Libanon unter diesen Umständen? Sie brauchen Hilfe im Sinne von, dass jemand den Dieselgenerator betreibt, damit die Stromversorgung dazwischen sozusagen für die paar Stunden wirklich funktioniert. Sie brauchen Hilfe, um die Wasserversorgung klarzustellen, weil das ist alles Infrastruktur, die der Staat normalerweise wahrnimmt und die man sich hier privat organisiert. Müllabfuhr und so weiter. Und ich lebe hier mit 2 Familien eigentlich zusammen und diese Aufgaben sind aufgeteilt. Das heißt, man macht das alles selbst und teilt das auf, ja. Und es ist eben nicht die staatliche Versorgung, wie wir sie normalerweise gewohnt sind. Man zahlt seine Müllabfuhrgebühr oder man zahlt seine Wasserrechnung oder was auch immer und dafür kommt das Wasser aus der Wasserleitung, sondern das wird einfach privat organisiert. Und Sie können in einem Land wie im Libanon jetzt nicht allein leben. Sie können nicht ein Haus allein beziehen. Sie brauchen unbedingt eine Nachbarschaftshilfe oder besser noch, sie leben mit anderen Menschen zusammen, damit diese Dinge aufgeteilt werden. Ja, Frau Kneißl, vielleicht so viel erstmal dazu zu Ihren persönlichen Umständen. Lassen Sie uns jetzt gerne einen Blick auch werfen, was gerade hier global politisch passiert. Jetzt hat in der Mitte der Woche die diesjährige Konferenz zur Lage der EU stattgefunden, an der auch
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine lange, ausführliche Rede gehalten hat. Und in der hat sie ausgeführt, dass der Krieg Russlands in der Ukraine ein Krieg gegen die europäische Wirtschaft, gegen die europäische Werte und Zukunft sei und dass wir gegenwärtig so etwas wie den Kampf einer Autokratie in Russland versus den Kampf einer Demokratie in Europa erleben. Frau Kneißl, stimmen Sie dieser Interpretation der Kommissionspräsidentin zu? Da sind wir genau wieder in dieser Schwarz-Weiß-Schablonen, die ich hier im Libanon glücklicherweise nicht habe, weil die Menschen eben in diesen verschiedensten Farbtönen differenzierter denken. Und nichts ist schwarz-weiß, nichts in der Weltgeschichte und schon gar nicht gegenwärtig ist monokausal, also ist jetzt nur auf eine Begründung zurückzuführen, sondern es gibt viele Gründe, warum ein Krieg ausbricht. Es gibt viele Gründe, warum Sanktionen gegen Sanktionen entstehen. Und das sollte man eigentlich auch in einer so wichtigen Rede wie der zur Lage der Nation, die ja nun kein Tweet ist, wo man sich vielleicht verkürzt ausdrückt, das sollte man einfach darauf hinweisen, wie multikausal das Ganze einfach ist. Ja? Also wie viele historische, aktuelle Ursachen zu einer bestimmten Situation geführt haben. Und wenn ich beispielsweise die Reden, Interviews türkischer Regierungsvertreter verfolge, indischer Regierungsvertreter, Akademiker aus auch aus bestimmten US-Universitäten, die vielleicht über den Tellerrand eben dieser reinen sicherheitspolitischen Betrachtung hinausdenken können, dann kommt man doch zu mehreren Ursachen, die uns in diese Situation gebracht haben, in der wir heute stecken. Ja? Und es ist ein europäisches Dilemma, es ist ein weltpolitisches Dilemma, in dem wir im Moment drinnen sitzen, wo auch aufgrund der Sprache, die verwendet wird, und das finde ich das besonders Bedenkliche, ja gar nicht nach einem Ausweg gesucht wird. Die Sprache, die in der Rede verwendet wurde, die Sprache, die der hohe Beauftragte für außenpolitische Belange, Josep Borrell, seit März verwendet, das ist eine Sprache, die alles andere als in Richtung Kompromiss führt. Wer heute sagt, wir müssen verhandeln, ist ein russischer Handlanger, ist ein Kollaborateur, ist ein Volksverräter. Also so ist auch die Sprache beispielsweise auf der Staatsspitze Österreichs. Also der österreichische Bundespräsident hat die Salzburger Festspiele mit einer sehr, sehr heftigen Rede zu dem Konflikt eröffnet und dort wortwörtlich Kritiker oder diejenigen, die Sanktionen gegen Russland in Frage stellen, als Kollaborateure bezeichnet und das alles unter dem heftigen Applaus des Salzburger Festspielpublikums, das jetzt nicht ein Stammtischpublikum ist, sondern wo sich in gewisser Weise ein Teil der Gesellschaft versammelt, wo Entscheidungsträger sitzen und Menschen, die an der Formulierung von Entscheidungen mitwirken. Und das ist das Bedenkliche, weil uns diese Sprache nicht weiterführt. Also ich bin täglich aufs Neue sprachlos, wie schnell alles eskaliert, sprachlich und dann einfach auch im Sinne von militärisch muss gelöst werden, am Verhandlungstisch wird gar nichts gelöst. Ja, und Sie kennen ja auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich. Es gab damals, da möchte ich jetzt gar nicht groß weiter drauf eingehen, hatten Sie als noch Außenministerin Österreich ihn damals zu Ihrer Hochzeit eingeladen. Da gab es dann diesen großen Skandal, weil Sie scheinbar ja einen Knicks vor ihm gemacht haben sollten. Dazu ist mittlerweile alles gesagt, da müssen wir jetzt nicht drauf weiter eingehen. Wie schätzen Sie denn aber diesen Mann ein? Glauben Sie, dass er in Anbetracht der aktuellen Situation einen kühlen Kopf bewahren wird und sich von den Sanktionen nicht beeindrucken lassen wird? Oder glauben Sie, dass er vielleicht auch mal die Nerven verlieren könnte? Wie schätzen Sie diesen Mann ein, Frau Kneißl?
Also ich möchte wirklich keine Ferndiagnose in irgendeiner Weise wahrnehmen, weil ich weiß, es gibt mittlerweile viele Personen, die täglich sogenannte Psychogramme erstellen, egal von welchem russischen Regierungsvertreter, und davon nehme ich Abstand. Also ich hatte Gelegenheit zu, insgesamt glaube ich, waren es 4 Gespräche mit Präsident Putin. Das letzte fand im Mai 2019 statt, als der österreichische Bundespräsident und der russische Präsident den Sotschi-Dialog unterzeichneten. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon 3,5 Jahre her. Also ich habe da wirklich jetzt nicht zu einer aktuellen Situation eine Einstellung, und ich finde diese Ferndiagnosen auch nicht sehr zielführend. Ich hatte letzte Woche während meiner Teilnahme am Eastern Economic Forum in Vladivostok auch Gelegenheit, im Plenum die Rede von Präsident Putin und die anschließenden Debatten mit seinen chinesischen, indischen, malaysischen Kollegen zu sehen. Und da habe ich aus der Ferne jemanden beobachtet, der sehr zuversichtlich und sehr ruhig auch dieses Thema aufgenommen hat. Also das war nur meine Beobachtung von letzter Woche. Und die Rede zur Entwicklung einer multipolaren Gesellschaft, weltpolitische Verschiebungen, die ja schon die längste Zeit stattfinden, die halt jetzt noch schneller und vielleicht noch klarer vorangehen. Das war unter anderem das Thema dieser Konferenz. Und wenn Sie mich fragen zu den Sanktionen und Gegensanktionen, es ist hier sehr, sehr viel in Bewegung, und die kurze Zeit, die ich mich jetzt zwischen Moskau und Wladiwostok aufgehalten habe, hatte ich den Eindruck, dass eigentlich der Alltag, der berufliche Alltag, Finanzleistungen, der akademische Alltag weiterhin funktionieren. Also ich hatte nicht den Eindruck, in einer Mangelwirtschaft zu sein oder in einer Situation, wie ich sie beispielsweise aus vielen Staaten, ob jetzt in Südosteuropa, Bosnien, Kosovo, bis hin eben jetzt in den Nahen Osten kenne, wo einfach eine andere Stimmung, eine andere, ja, Atmosphäre da ist, weil ein Konflikt über allem liegt. Also diese Wahrnehmung hatte ich nicht. Und weil Sie gefragt haben, die Nerven verlieren, ich habe von Anfang an gedacht, dass es in diesem Konflikt, in dieser Auseinandersetzung, die mittlerweile eine gewaltige militärische Eskalation erreicht hat, das ist das besonders Brisante, dass es eine Art Zermürbungskrieg ist. Wer hat die besseren Nerven und wer hält auch wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch länger durch? Ja? Also das war für mich von Anbeginn klar. Ich habe nie zu denen gehört, die meinten, nach einer Woche oder 10 Tagen sei etwas vorbei, egal ob das jetzt auf russischer oder auf nicht russischer Seite war, weil da ist viel zu viel losgetreten worden, als dass so etwas innerhalb weniger Tage, Wochen entschieden werden kann. Und daher sind wir jetzt uns schon die längste Zeit in einer Phase der Zermürbung, wo viele Menschen einen sehr, sehr hohen Preis zahlen. Wir können darüber sprechen. Unser aller Leben ist in irgendeiner Weise betroffen, glaube ich. Aber sicherlich nicht so stark wie das der Menschen, die einen Verlust, Familienangehöriger, Verlust vieler Dinge beklagen müssen. Und daher die Frage, wer in dieser Zermürbung wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch den längeren Atem hat. Ich glaube, das wird schon einen Grund, das wird mit hineinspielen. Ja. Ja, und wir haben auch hier bei uns in Europa und in Deutschland mittlerweile Zustände, die natürlich noch nicht den in Libanon gleichen. Wir haben hier noch keine 240-prozentige Inflation, sondern eher Inflationsraten um die 8 bis 10%, je nachdem, in welchem Land man sich gerade befindet. Aber Sie sind auch Energieexpertin. Sie haben sich sowohl auf akademischer Ebene als auch in mehreren Publikationen mit dem Energiemarkt beschäftigt. Und derzeit sehen wir ja, dass die Energiepreise in unermessliche Höhen schnellen, was ja je nach Lesart jetzt daran hängt, dass es entweder, wenn man den
europäischen Politikern Glauben schenken mag, dann hängt es damit zusammen, dass Putin den Gashahn abgedreht hat. Wenn man der russischen Seite Glauben schenkt, dann hat es einfach was mit der Sanktionspolitik zu tun. Ja, jetzt hat man ja angekündigt, dass man sich von russischem Gas komplett unabhängig machen will. Wie schätzen Sie denn diese Entscheidung, diese Strategie, diese langfristige Strategie ein? Sie als Energieexpertin, ist das eine rationale, strategisch sinnvolle Entscheidung, Frau Kneißl? Also, was vielleicht besonders markant ist, man hat in Europa in den letzten 10, 12 Jahren fast nie das Wort Energiepolitik oder Energieversorgung in den Mund genommen. Es ging immer nur um Klimapolitik. Und es wurde der gesamte fossile Sektor, ob Gas oder Öl, Kohle auch, in ein Eck gestellt. Es fand ein regelrechtes Bashing dieser Industrie statt. Es gab gesetzliche Auflagen, nicht in diesen Sektor zu investieren. Das ging von der Europäischen Investitionsbank bis hinunter zu verschiedensten Fonds, die unter einem rechtlichen Druck, jetzt nicht nur unter einem moralischen, gesellschaftspolitischen Druck, Stichwort Fridays for Future Bewegung, die seit 4 Jahren also an Zulauf gewonnen hatte, sondern es war ein regelrechter normativer Druck, nicht in diesen Bereich zu investieren. Das heißt, wir haben eigentlich seit meiner Beobachtung spätestens 2015 eine Investitionslücke, eine Unterinvestition, die auch zu einer Angebotsverknappung beigetragen hat. Das heißt, die Energiekrise als solche hat sich ja bereits 2021 angebahnt, als nach dem totalen Stillstand eines fast globalen Lockdowns wieder sich die Welt mobiler machte, in Bewegung setzte. Und wer sich die Zahlen genau ansieht, und ich habe dazu im Vorjahr mehrfach geschrieben und mitdebattiert, ab April 2021 war klar, dass eine Angebotsverknappung da war und dass vor allem auch der liberalisierte Strommarkt, ja, und da sind wir noch gar nicht bei Erdgasverknappung und weil es immer um Winterheizen und Erdgas geht, nein, wir haben einen europäischen Strommarkt, der sehr komplizierten, für mich unverständlichen, teilweise fragwürdigen Mechanismen funktioniert, an denen nicht Russland die Schuld trägt. Ja, weil die Leipziger Strombörse und ihre Statuten, das wurde nicht von Russland geschrieben. Das sind Mechanismen, die wir selbst in Bewegung gesetzt haben in den letzten 15 Jahren und wo wir jetzt bereits die Verwerfungen sehen im Sinne von unbezahlbaren Stromrechnungen, die die Haushalte erreichen. Und dass auch Kommissionspräsidentin von der Leyen vor 3 Wochen gesagt hat, dieser Strommarkt funktioniert nicht mehr. Sie hat dann im nächsten Satz gleich wieder Russland dafür verantwortlich gemacht. Und dieser Strom funktioniert nicht aus vielen anderen Gründen. Ja? Unter anderem auch, weil die Stromversorger, die oftmals kommunal betrieben sind, also wir sprechen nicht von JP Morgan und irgendwelchen Wall Street Investoren, sondern wir sprechen von kommunalen Einrichtungen, egal ob sie jetzt in Straßburg oder in Wien oder sonst wo in Deutschland in die Bredouille geraten, weil sie falsch platziert haben. Falsch platziert im Sinne dieses Hedging, Terminkontrakte auf die Zukunft abschließen. Das ist eine Wissenschaft für sich. Und wenn Sie jetzt als hinter dem Computer sitzender Investor für eine große Investitionsbank hier Fehler machen, ja, dann ist das das Problem der Investitionsbank und der Ölpreis steigt, fällt, was auch immer. Sie haben ein falsches Geschäft abgeschlossen. Aber wenn ein Kommunalversorger in große Probleme gerät, weil er sich einfach verrechnet hat oder weil er falsch im Hedging war oder Pech hatte oder was auch immer, dann wird es kompliziert, weil dann stehen, wie beispielsweise im Falle von Wien, wo die Wien Energie eben auch in so einer Situation ist und ist nicht die einzige, der einzige Kommunalversorger gehört zu 100% der Stadt Wien, wo die Probleme, wenn man sich die Bücher ansieht, die Bilanzen ansieht, nicht jetzt angefangen haben. Ja? Das sind Probleme wirklich bereits zurückreichend ins Jahr 2020, 2021, wo einfach Terminkontrakte falsch abgeschlossen wurden. Ja? Und das alles sind hausgemachte Probleme. Also Investitionslücke, ein halbherzig liberalisierter Strommarkt, der nicht wirklich funktioniert, mit dem Russland nun wirklich nichts zu tun hat. Und was jetzt die Kernfrage anbelangt, die alle diskutieren, kann man auf russisches Erdgas, Erdöl verzichten? Da sagen alle, die also jetzt
völlig apolitisch agieren. Das sind wirklich nur Personen, die rechnen, die analysieren. Und ob die jetzt in den USA sitzen oder in Großbritannien, die sagen, es braucht mindestens 5 Jahre, um diese Volumina, wir sprechen von sehr, sehr großen Erdgasmengen, durch andere Erdgasmengen zu ersetzen. Das heißt, à la longue, ja, aber nicht innerhalb des Jahres 2022, wie manche glauben. Und das andere Thema ist ja natürlich auch, zu welchem Preis können Sie dann Ihre Industrieprodukte noch auf den Markt bringen, wenn Sie zuvor jahrelang eine relativ günstige Energieversorgung hatten? Und das ist ja auch ein Thema. Ja, Sie werden, irgendwie wird man immer zur Energie kommen, aber es ist eine Frage der Kosten dann. Ja? Wie hoch sind Ihre Gestehungskosten für Ihre petrochemische Industrie? Nehmen wir ein ganz banales Produkt wie Toilettpapier, also deutsche Traditionsunternehmen Hakle, ist insolvent, wenn ich das richtig verfolge, in der deutschen Berichterstattung, aufgrund, laut Aussage des Unternehmens, zwei Ursachen. Das eine, hohe Energiepreise, und das zweite, dass offenbar eine staatliche Hilfe nicht rechtzeitig ausgezahlt wurde. Also selbst ein so banales Produkt wie Toilettpapier, und da sind wir noch gar nicht in der petrochemischen Industrie, wir sind noch gar nicht in der Düngemittelindustrie, wir sind noch nicht im Rückgrat der deutschen Industrie, nämlich der Automobilindustrie. Ich habe zu dem Thema vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht, und nur eine Zahl, die sehr viel aussagt. Also es ist die deutsche Automobilindustrie, die entscheidend dazu beiträgt, dass Deutschland ein derart globaler agierender Markt ist mit diesem Nettoüberschuss. Ja? Das, also das verdankt Deutschland seiner Automobilindustrie, die zwar auch in weiten Bereichen schon ausgelagert wurde, wo die Umsätze zu großen Teilen in China gemacht werden, aber sie ist weiterhin das Rückgrat, weil einfach die Zulieferindustrie vom Mittelstand getragen wird. Und diese Zulieferindustrie ist Arbeitgeber, ist Steuerzahler. Und die wird bei hohen, großen Verwerfungen in ihren Gesamtkosten nicht mehr so wettbewerbsmäßig unterwegs sein, wie sie das noch vor 2 Jahren war, wenn einfach mehr gezahlt werden muss, egal ob das Gas dann aus der Nordsee wiederkommt, wo es ja immer etwas auch dazwischen wieder herkam, ob man dieses Erdgas aus Aserbaidschan bezieht oder vielleicht aus dem Golf von Mexiko, aber es wird teurer sein. Ja, jetzt haben wir ja gegenwärtig die Situation, dass wir jetzt seit knapp einer Woche in Deutschland kein Gas mehr aus Russland bekommen. Russland hatte angekündigt, aufgrund der Sanktionen kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 zu liefern. Das wird jetzt dazu führen, dass es im Winter womöglich zu Blackouts kommen könnte. Zumindest warnen einige Politiker wie der CDU-Chef Friedrich Merz davor. Was sehen Sie denn jetzt diesen Winter auf uns zukommen? Sie hatten jetzt gerade schon gesagt, dass es eigentlich 5 Jahre dauern würde, bis wir uns von russischem Erdgas frei machen könnten. Jetzt ist es aber tatsächlich im September diesen Jahres schon so weit, dass wir kein russisches Gas mehr erhalten. Kann man das ersetzen durch Gaslieferungen aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus den USA, oder sehen Sie da schwarz, was diesen Winter angeht? Also wenn ich mit den USA anfangen darf, die sozusagen aufgestiegen sind über die Fracking-Industrie in den letzten 15 Jahren zu einem ganz wesentlichen Exporteur von Fracking-Öl, aber auch von Fracking-Gas, also das sogenannte Unkonventionelle, das mit sehr viel höheren Entstehungskosten in der Hinsicht, nicht nur technische Kosten, sondern auch ökologische Kosten produziert wird. Die USA, habe ich ja vorgestern einen Artikel in der Financial Times gesehen, sagen unisono, ja, die diversen großen Fracking-Unternehmer, also wir können nicht eure Angebotslücke decken. Die können wir einfach nicht. Ja. Und da findet, ich glaube, der Titel in der Financial Times war so ungefähr:
There will be no bailout for Europe. Also es geht um viel zu große Mengen, die man einfach nicht bailout. Wir denken da auch an die Bankenrettungen vor 10 Jahren, Eurokrise. Das ist nicht möglich. Das ist einfach rein physikalisch nicht möglich. Und daher auch die Frage der LNG-Terminals, die seit vielen Jahren diskutiert werden, teilweise gebaut wurden, aber selbst wenn Sie jetzt die Mengen am Markt bestellen könnten, es fehlen die Schiffe, es fehlt die Infrastruktur und da fehlt vieles zwischendurch, ja, in der gesamten Lieferkette. Aber auch das Fracking-Öl hat seine Endlichkeit, das Fracking-Gas hat seine Endlichkeit und wir haben auch in den USA Preiskrisen, ja, wo man dann sagt, ne, stabilisieren wir doch lieber unseren Heimatmarkt, bevor wir Geld verdienen mit den Exporten. Und wie gesagt, wir sind dann auch immer beim Preis. Warum hat man sich gerne dem russischen Erdgas zugewandt? Weil einfach es im Schnitt, ja, um 40% günstiger war als Flüssiggas von wo auch immer. Also das war einer der Faktoren. Sie werden aus der Nordsee in den 2020er Jahren nicht mehr diese Gasmengen herbeischaffen können, die noch in der Nordsee der 1960er und 1970er Jahren möglich waren, auch wenn heute zweifellos die Technologie, die sogenannte, wirklich, wenn man sagt auf Englisch, Recovery Enhanced, also dass sie aus einem Bohrfeld mehr als 50-60% herausholen, weil sich einfach die Technik verbessert hat. Also war in den 60er Jahren noch nicht so da. Es haben einige Konzerne haben auch gebrauchte norwegische Gasfelder in den vergangenen Jahren gekauft, weil sie mit neuer Technik an diese Gasfelder herangegangen sind. Aber das ist wie bei einem Gebrauchtwagen. Sie wissen nicht, was sozusagen dann noch an Problemen vielleicht auftauchen kann, die man im Vorfeld nicht sofort erkannt hatte. Und da sind Risiken da, technischer Natur, aber vor allem auch, wer getraut sich heute im Jahr 2022 große Kosten auf sich zu nehmen? Ich denke hier beispielsweise auch an die Bohrgenehmigungen, die gegenwärtig zur Debatte stehen im östlichen Mittelmeer. Es ist ein geopolitischer Streit zwischen Israel, Zypern, Türkei, Libanon. Wer darf hier wo bohren? Die Kosten sind hier um vieles höher und wir gehen natürlich in eine Rezession hinein. Ich glaube, das ist mittlerweile auch allen klar, dass das nichts Temporäres ist. Und in einer Rezession werden viele Rohstoffe, wird der Immobilienmarkt und werden viele andere Produkte im Preis verfallen. Das heißt, wenn Sie heute mit hohen Kosten in etwas hineingehen, wer kann Ihnen für Sie als Unternehmen garantieren, dass Sie in 3, 4, 5 Jahren, wenn Sie dann wirklich so weit sind, dass Sie als Gaslieferant auf den Markt treten könnten, hierfür genau das Geld bekommen, das Sie ursprünglich geplant hatten. Das kann Ihnen niemand garantieren bei den großen Verwerfungen, die sich anbahnen. Ja, was passiert denn hier gerade auf dem globalen Schachbrett, Frau Kneißl? Wir haben jetzt ja auch erlebt, dass Saudi-Arabien angekündigt hat, in Zukunft Erdöl auch in Yuan abrechnen zu lassen. Die BRICS-Staaten haben bekannt gegeben, dass sie eine neue Reserveführung einführen werden als Alternative zum US-Dollar. Erleben wir gerade das Ende des Petrodollars zum einen und sehen Sie, dass entstehen zwei neuer Blöcke, bestehend einerseits aus dem Block China, Indien, Russland und andererseits den Block des sogenannten freien Westens? Also noch ist der US-Dollar für circa 40-42% des Gesamthandels zuständig, wenn Sie so wollen. Ja? Und ich selbst lebe hier in einem Land, wo der US-Dollar eigentlich die de facto Währung ist, weil die libanesische Währung eben aufgrund der schweren Inflation, die Sie zuvor angesprochen hatten, täglich an Wert verliert. Also der US-Dollar hat weiterhin seine Rolle, aber der Währungskorb, in dem Rohstoffe gehandelt werden könnten, verschiebt sich. Und hier hat zweifellos der Yuan in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, die man vor 10 Jahren noch nie dieser Währung zugetraut hätte.
Und das aktuelle Treffen der Shanghai Cooperation Organization in Usbekistan, in Samarkand, die Erweiterung von BRICS, die Idee, es ist mehr eine Idee, als dass es noch operativ geworden ist, innerhalb des BRICS, also dieser Organisation, die zuvor eigentlich nur so ein loses Treffen war von den sogenannten aufstrebenden Staaten der Anfang der Nullerjahre, verfestigt sich zunehmend institutionell und da gibt es auch die Idee, einen alternativen Währungsfonds zu schaffen. Nur eine Idee, sollte das entstehen, dann würde sich natürlich sehr, sehr viel mehr tun. Wir sehen jetzt, in den letzten Tagen wurde seitens der USA, aber auch einiger EU-Regierungen großen Druck auf die Türkei ausgeübt, doch die Mirkat, die ein Ersatz geworden ist für die US-amerikanischen Kreditkarten, nicht mehr anzunehmen, ja, und auch nicht mehr als diese Drehscheibe zur Verfügung zu stehen, zu der sie gerade vor dem Hintergrund jetzt der Krise dieses Jahres geworden ist, nämlich Finanzdienstleistungen, aber auch im Bereich Immobilien, Transport es verschiebt sich mit Rückschlägen, es wird manches wieder wettgemacht. Wir sind mittendrin, ja? Und es geht schneller jetzt aufgrund dieser militärischen Eskalation. Aber wir sind eigentlich mittendrin, ja? Und ich darf nochmals die Financial Times zitieren. Ich bin jetzt nicht ein großer Fan der Financial Times. Es ist nicht mehr die Zeitung, die sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Aber es war doch interessant, dass vor 2, 3 Wochen ein Artikel war über die De-Dollarisierung, ja, also The End of the Dollar, glaube ich, war der Titel dieses Artikels. Und das in der Financial Times zu lesen und jetzt nicht in Ihrem Medium, ist dann doch wiederum ein anderes Stück. Also bei manchen Themen ist es immer interessant, wer sagt's und nicht, was wird gesagt. Ja? Und ja. Und ich glaube auch, Wladimir Putin hat vor kurzem auch von einer Entdollarisierung gesprochen, was jetzt wieder, natürlich, er ist der Präsident Russlands und nicht der USA, von daher verwundert das nicht ganz so sehr wie die Aussage der Financial Times. Ja, aber Frau Kneißl, lassen Sie uns in Anbetracht der Lage auch gerne einen Blick hier rüber ins ferne Europa nach Deutschland werfen. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hatte jetzt kürzlich auf einem informellen Treffen der EU-Außenminister gesagt, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht, egal was meine deutschen Wähler denken. Wie schätzen Sie als ehemalige Außenministerin Österreichs eine derartige Aussage ein, Frau Kneißl? Also im Gegensatz zu Annalena Baerbock war ich nie Parteipolitikerin und wurde nicht gewählt. Also ich wurde sozusagen ernannt als Fachministerin und ich musste zu keinem einzigen Zeitpunkt in meiner Zeit im Ministeramt an einem Wahlkampf teilnehmen, Wählerstimmen maximieren, weil ich einfach keinen Wahlkreis hatte. Und ich war in der privilegierten Lage als Außenministerin, wirklich mich zu konzentrieren auf meine Arbeit, Fachthemen nach außen zu tragen, ja, und zu bearbeiten. Annalena Baerbock wurde gewählt, ist in einer Parteichefrolle auch in einer geteilten. Und eine solche Aussage muss sie dann natürlich auch wiederum vor den Wählern verantworten. Also wann immer Wahlen in Deutschland sind, egal ob das jetzt Bundestagswahlen, Regionalwahlen, Bundesländerwahlen sind, in irgendeiner Form nehme ich an, werden die Wähler darauf reagieren, ob sie dann sagen, ja, für dieses Thema sind wir bereit, alles zu geben. Gibt es sicherlich einen bestimmten Prozentsatz, der das bereit ist, und andere wiederum, die sagen, nein, das ist nicht unser Krieg, die auch einen Prozentsatz einnehmen. Also das wird sich dann wieder an der Wählerurne entscheiden. Aber wie gesagt, ich musste nie um Wählerstimmen laufen. Ja, wir wollen ja auch, Baerbock sprach das davon, dass sie feministische Außenpolitik betreiben möchte. Man steht ganz klar auf der Seite der Ukraine. Man unterstützt die Ukraine mit Waffenlieferungen. Gleichzeitig möchte man, wie gesagt, von Russland sich abhängig machen. Aber das war jetzt auch interessant. Beim Treffen der EU-Kommissare hat man auch gesagt, dass man sich von China in Zukunft noch unabhängiger machen möchte. China ist, das wissen wir, der wichtigste Handelspartner immer noch der EU. Wie schätzen Sie diese Strategie ein? Also es ist interessant, dass wir in der Europäischen Union fast
ja, über eine Dekade lang einfach diese Mantra verfolgten, Wandel durch Handel und über vieles hinweg blickte, wie beispielsweise eben auch nicht wirklich verstand viele Jahre lang die Seitenstraße-Initiative der Volksrepublik China, wo es doch eine ganze Reihe von EU-Staaten auch gab, die gesagt haben, ja, wir gehen diese strategischen Partnerschaften mit der Volksrepublik China ein, auch wenn es vielleicht besser hätte wissen können, ja, wenn man es vielleicht anders hätte bewerten können. Aber man verfolgte sehr lange diesen Kurs, um dann im Mai 2019 plötzlich einen wirklich 180-Grad-Schwenk einzutreten und zu sagen, China ist fortan systemischer Rivale. Und plötzlich hat man all das, was man zuvor an Zusammenarbeit, an intensiver Besuchsdiplomatie bewegte, wiederum also wirklich gedreht, ja. Also es waren Heiß-Kalt-Duschen für das Verhältnis Europa-China. Und jetzt ist man so weit, dass man also auch Sanktionen ausbauen will. Wir haben ja bereits eine Reihe von Sanktionen, die ich versuche mich jetzt kurz zu erinnern. Ich glaube, es war Juni 2020 oder 2021, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Es war jedenfalls im Juni. Ich glaube, es war 2020. Damals wurden gewisse Sanktionen gegen Russland, das waren vor allem diplomatischer Natur, weiter verhängt und auch gegen China. Und es war damals ein ziemlicher Aufschrei in Peking da mit Gegensanktionen gegen eine ganze Reihe von europäischen Parlamentariern, Universitätsvertreter, Thinktanks. Also China reagierte darauf und jetzt wollen die USA und die EU gemeinsam auch weitere Sanktionen, direkte Sanktionen gegen China diskutieren zumindest. Beschlossen wurde noch nichts, die über das Thema der sogenannten Sekundärsanktionen hinausreichen. Das heißt, Sekundärsanktionen, worum handelt es sich, worum geht es da? Dass wann immer eine Industrie oder eine Regierung versucht, dort einzuspringen, wo eine andere rausgeworfen wurde, wie im Fall eben der Russland-Sanktionen, dass dann auch diese betroffen wird von Sanktionen, um eben einen bestimmten Industriesektor beispielsweise totzulegen. China hat sich hier im letzten halben Jahr, wenn Sie so wollen, relativ vorsichtig bewegt, was manche Analysten dann wiederum damit interpretieren wollten. Naja, China steht doch nicht zu 100% hinter Russland, weil China ist zu sehr daran interessiert, eben nicht von solchen Sekundärsanktionen betroffen zu werden. Sollte es jetzt zu tatsächlichen sogenannten Direktsanktionen kommen, dann hätte China weniger oder vielleicht auch gar nichts zu verlieren und würde in eine viel stärkere eine Opposition zu Europa und zu den USA treten. Auch hier ist es wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, wie das vonstatten gehen soll. Aber wenn ich nochmals auf die Automobilindustrie zurückkommen darf, die deutsche Automobilindustrie ist nichts, aber überhaupt nichts ohne den chinesischen Markt. Und sie ist die letzte große Industrie neben der petrochemischen Industrie, die jetzt durch die Erdgasproblematik schwer leidet, die vielleicht dauerhaft schließt. Das heißt, die Deindustrialisierung Deutschlands, ja, die wäre damit gewaltig beschleunigt. Ja, Sie haben jetzt auch kürzlich in einem Artikel geschrieben, dass uns der Ukraine-Krieg, den wir gegenwärtig erleben, womöglich rückblickend betrachtet auch als der Beginn der Auseinandersetzung zwischen den USA und China in Erinnerung bleiben könnte. Jetzt haben wir das ja auch gesehen, während Nancy Pelosi Taiwan besucht hatte. Und jetzt aber auch mit den Aussagen der letzten EU-Konferenz, die das nochmal bestätigt haben, dass sowohl die EU unter Federführung der USA wohl diesen Weg tatsächlich gehen wollen. Was sehen Sie da jetzt auf uns zukommen? Glauben Sie, dass es tatsächlich zu einem größeren Konflikt zwischen den USA und China kommen könnte? Halten Sie das für realistisch? Auch das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Also als Anfang, am 3. August besuchte Nancy Pelosi, die Sprecherin des US-Kongresses,
Taiwan allen eben Warnungen von den USA kommen und anderen zum Trotz. Und interessant unter Anführungszeichen war, dass die harte Sprache, die zuvor von chinesischer Seite verwendet wurde, dann eigentlich nicht wirklich umgesetzt wurde. Ja? Also ich habe dann auch einen Text geschrieben über einen, zu einem russischen Ausdruck, den ich erst im Zuge dieser Krise, auf den ich gestoßen war, nämlich die letzte chinesische Warnung. Ja? Da gibt es also seit den 1950er Jahren ein geflügeltes Wort im Russischen, das war mir auch nicht bewusst. Ich lerne ein bisschen Russisch, aber mir hat dann meine Russischlehrerin gesagt, ja, es ist ein geflügeltes Wort, eben, dass sozusagen jemand ein Ultimatum stellt, aber da, man weiß schon, es wird nicht wirklich umgesetzt. Ja? Und dieses russische geflügelte Wort, das auch privat verwendet wird, stammt aus den Jahren 1952, 1953, wo damals auch aufgrund der Taiwan-Krise, der damaligen Taiwan-Krise, China mit allen möglichen drohte und dann letztendlich nichts tat. Und da stellen sich jetzt viele Experten, die viel näher dran sind am Thema als meiner eins, die Frage, ja, was jetzt? Ja, will Präsident Xi härter vorgehen und schlägt Warnungen seiner Berater in den Wind? Ist er bereit zu einem harten Kurs, zu einer militärischen Eskalation, wie manche meinen, und wird da und dort noch ausgebremst? Oder muss er in Antwort auf seine Nationalisten, die er ja auch mit ihm hier hinaufgekommen sind, weil in den letzten 7 Jahren Präsident Xi, wenn man seine Reden liest, und da steht alles drinnen, ja doch einen sehr viel härteren Kurs mit allen Ecken und Kanten, man kann das chinesischen Nationalismus oder wie auch immer nennen, führt als alle seine Vorgänger seit Mao. Und das ist die Änderung. Also wie jetzt auch, ich glaube, es ist am 15. Oktober tritt die Kommunistische Partei, das Machtzentrum, das Politbüro zusammen. Ich verfolge das über einige asiatische Publikationen, die ich abonniere. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Da ist sehr, sehr viel Kaffeesudleserei natürlich auch dabei. Aber auch hier ist es noch also für mich zumindest nicht klar erkennbar, ist jetzt der offene Bruch da oder gibt es noch etwas, was man kitten kann? Und ich fürchte eher, dass wir zeitgleich in verschiedenste Konfrontationen hineingeraten. Und wenn man dann wiederum US-amerikanischen Analysten zuhört, gibt es die eine Gruppe, die sagt, ohne Problem können wir die USA einen Zwei-Fronten-Krieg führen, also einerseits mit Waffenlieferungen und so weiter gegen und Ausbildnern und vielleicht auch darüber hinausgehend an der ukrainisch-russischen Front und zeitgleich auch eine pazifischen Konfrontation. Es wurden jetzt im Kongress zusätzliche Hilfspakete auch beschlossen für Taiwan. Also es wurde sehr, sehr viel mehr Geld ausgegeben für die Ukraine als für Taiwan. Und das holt man jetzt in gewisser Weise nach, um sozusagen auch dort mehr Präsenz zu zeigen. Aber die Frage, die sich natürlich auch gerade bei Taiwan stellt, ist, Geld ist eines, aber wie zeigt sich das dann in einer wirklich funktionierenderen militärischen und politischen Schlagkraft? Das ist etwas anderes. Und die jüngsten chinesischen Militärmanöver, wie gesagt, ich verfolge das nur als Lesende, aber die zeigen doch, dass eine neue Qualität der Taiwan-Frage da ist. Also, dass man regelrecht probt, die Insel zu übernehmen. Ja? Also, da geht es um Belagerungsideen, die in der Form so vorher nicht bestanden. Und wie das alles ausgehen wird, vielleicht treffen wir uns wieder am Bildschirm in 5 Monaten oder so und wir sehen dann rückblickend klarer. Aber ich habe eine große Sorge, vor allem weil wegen der Türen, die zugeschlagen werden. Ja, und ich kann das jetzt in erster Linie über die Sprache, über das, was an Restdiplomatie noch vorhanden sein mag, beurteilen. Die wenigen, die heute noch in dieser Phase diplomatisch tätig sind, das ist das türkische Außenministerium, das ist, egal ob es jetzt Getreideabkommen verhandeln oder anderes, das sind
einzelne Thinktanks, die versuchen, auch in den USA da und da vielleicht noch Türen zu öffnen und nicht alle Türen zuzuschlagen. Aber ich glaube, dass letztendlich gerade in der Frage Russland und der Westen entscheidend sein wird und nur ausschlaggebend sein wird und auch nur sinnvoll ist, die technische Kooperation, der Dialog in irgendeiner Form zwischen Moskau und Washington. Also die Europäische Union wird in solchen Gesprächen meines Erachtens von beiden Seiten eher außen vor gelassen werden. Ja, und das ist vielleicht in Anbetracht der Situation, erscheint es doch sehr unrealistisch, wenn man sich die Aussagen des US-amerikanischen Präsidenten anschaut, der ja Putin mit Hitler verglichen hat, der ihn als einen Batscher, einen Schlechter bezeichnet hat. Also aktuell scheint es da eher unwahrscheinlich, dass es da zu bilateralen Gesprächen zwischen Washington und Moskau kommt. Aber Frau Kneißl, ich möchte so langsam auch so ein wenig zum Ende dieses sehr spannenden Gespräches kommen. Und ja, Sie leben ja in Libanon. Dort haben Sie, wir haben es eingangs schon erwähnt, eine Inflationsrate von, ich glaube, über 240%. Sie haben jeden Monat um die 10.000 bis 15.000 Menschen, die das Land verlassen, die emigrieren. Es herrscht ein wirtschaftlicher Niedergang. Ich frage mal jetzt etwas provokativ, droht uns Ähnliches, womöglich auch bald hier in Europa? Ich hatte mit Ihren Kollegen von RT vor 1,5 Monaten eine Filmreportage gemacht, wo ich sie in das Stadtzentrum brachte in Beirut, das neu aufgebaut wurde. Ja, also das wirklich nach dem Kriegsgeschehen der 1970er, 80er Jahre gab es eine massive Investition unter dem damaligen Premierminister und auch Geschäftsmann Hariri, der dieses völlig zerstörte Zentrum, das an der Front lag, ja, man nannte es die grüne Linie, weil dort über 20 Jahre hindurch Bäume gewachsen waren, weil niemand mehr lebte. Das war sozusagen wirklich die Bürgerkriegsfront, wenn man so will, zwischen Ost und West Beirut. Und da hat man das Centre-Ville, das neue Stadtzentrum, wieder errichtet. Ich habe Anfang der Nullerjahre war das sozusagen fertig. Ich habe damals dort auch Gespräche geführt mit Firmenvertretern, die alle sehr zuversichtlich waren, die bereit waren, hohe Büromieten zu zahlen und da florierte einiges. Wenn Sie heute durch dieses Stadtzentrum gehen, es ist leer, es ist relativ jung noch, dieses architektonisch, aber es ist leer, es ist zerstört, es wohnen dort Tauben und Katzen. Ja, es sind keine Büros mehr dort. Und ich habe in dieser Reportage gemeint, dass die Stadtzentren vieler europäischer Städte ein ähnliches Schicksal erleiden könnte, bis hin zu all dem, was an Verwerfungen wir auch hier in dem Land haben, weil wer braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt noch bestimmte Modeketten? Wer braucht zu einem bestimmten Zeitpunkt dann vielleicht noch bestimmte große Bürovertretungen? Also da hat sich ohnehin schon sehr, sehr viel geändert und den Libanon nenne ich seit Jahren so eine Art Küche der internationalen Beziehungen. Also was hier sich zusammenbraut, wird später dann auch in der restlichen Welt serviert. Dann nehmen wir den Terrorismus der 1970er Jahre, booby-trapped Autos, das ist das Autobomben, die illegale Migration, Flüchtlingskrisen, Stromausfälle, Proteste gegen eine Regierung, die an Rückhalt und Glaubwürdigkeit verliert, auch diese Ethnotribalismus, ja, also dass man sich sozusagen in seinen Identitäten zurückzieht auf bestimmte kleine Grüppchen. Das alles hat hier immer wieder angefangen, ist dann im Rest der Welt auch wiedergespiegelt worden. Und ein geflügeltes Wort, das ich gerne verwende, ist: Orientierung kommt von Orient. Also wir haben immer noch in den Osten geschaut. Man sagt ja auch im Lateinischen gibt es das alte Sprichwort ex oriente lux, also Licht kommt aus dem Osten, zivilisatorisch betrachtet, ja, die gesamte Mittelmeerkultur ist aus dieser Region hier gekommen. Hier wurde das Alphabet, das phönizische Alphabet, das sozusagen von der Bildersprache zu einer abstrakten Schriftsprache uns geführt, ein zivilisatorischer Schritt von gewaltiger Bedeutung. Das alles ist mehr oder weniger in dieser Weltecke hier entstanden. Und das macht vielleicht auch den großen Unterschied. Hier regt man sich nicht allzu sehr jetzt über verschiedenste Neuentwicklungen
auf. Und das hat mir immer gut getan, in dieser Region zu leben, weil man spürt einfach an den alten Gebäuden, an den Spuren, an dem Halt, den die Menschen auch in ihrer Zivilisation finden, dass man einfach da nicht wegläuft, ja, dass man einfach hier ist. Und anders wird es sich verhalten, vielleicht mit Menschen, die nur über Geld und bestimmte Gegengeschäfte mit einer Region verbunden sind. Ja. Und mir kommt immer wieder das Bild auch des Goldrausches im In den späten USA. 19. Jahrhundert, Alaska und so weiter, die Geld, ja, diese Ghost Cities, die dann übrig geblieben sind, also Hire and Fire, das ist ein angelsächsisches Prinzip, das gerade in den USA sehr, sehr stark weiterhin praktiziert wird. Und dass in anderen Weltecken, wo vielleicht eine ältere zivilisatorische Bindung zwischen Land und Menschen da ist, nicht so stark existiert. Und ich glaube fast, um jetzt wieder auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube fast, es wird noch schlimmer in unseren Breiten, wenn ich sozusagen jetzt Europa schreibe, als in Libanon, weil was hier weiterhin funktioniert, und das ist das Faszinierende, es ist eine Menschlichkeit in allem, die vieles möglich macht, ja, auch wenn die Strukturen weg sind, aber da ist noch etwas Humanes da, da ist noch eine Hilfsbereitschaft da, da ist eben dieses gewisse orientalische an Herzenswärme da, die wir in vielen anderen Bereichen unseres Globus nicht haben. Und wenn Sie nehmen in einer Stadt wie München, und ich glaube, das ist eine Chiffre, die für viele andere Städte in Europa steht, sind über 60% der Haushalte Single-Haushalte. Ja, wie kommen Sie über die Runden in so einer Situation, wenn Sie wirklich alleine sind und wenn Sie dann ohne Internetzugang im Dunkeln und Kalten sitzen? Da hilft Ihnen dann die Großfamilie, da hilft Ihnen die Nachbarschaft, die Ihnen vielleicht sonst auf den Keks geht, weil sie sich in alles einmischt und weil sie kein Individualleben führen können. Aber ich kann hier nicht alleine leben. Und ich muss mich hier anders arrangieren, als ich in Europa allein leben konnte. Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch und womöglich werden wir hier auch bald rüber zu Ihnen in den Orient blicken, weil wir die Orientierung verloren haben und uns danach sehnen, ein wenig nach Herzenswärme, die wir hier in Europa ja mittlerweile leider verloren haben. Ja, ich bedanke mich vielmals für dieses wirklich sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, auch für Sie privat, für die Zukunft und schicke Ihnen ganz liebe Grüße rüber in den Orient nach Beirut. Vielen herzlichen Dank, war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und freue mich auf eine Fortsetzung. Wer weiß, unter welchen Umständen. Also einfach uns allen alles Gute. Nicht die Ja, Nerven es wegwerfen. bleibt weiterhin spannend. Liebe Community, auch euch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal hier bei Rubicon. Ciao.